Hallo und herzlich willkommen zu Learn German with Falk, deinem Beginner-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute möchte ich mit dir über das Thema Kneipen sprechen. Warst du in Deutschland schon einmal in einer Kneipe? Wie? Du weißt gar nicht, was eine Kneipe ist? Keine Sorge, ich erkläre es dir in unserer heutigen Podcast-Episode. Viel Spaß dabei! Bevor die Episode losgeht, möchte ich dich noch einmal darum bitten, den Kanal zu abonnieren, wenn dir meine Videos und Podcasts gefallen. Drücke einfach den Abonnieren-Button unter dem Video und verpasse keine neue Episode. So, und jetzt geht's los. Episode 113. Kneipen. Was ist eine Kneipe? Eine Kneipe ist ein Ort, wo man sich abends mit Freunden treffen kann, um etwas zu trinken und zu reden. In Deutschland gibt es viele Kneipen. Sie sind oft gemütlich und haben eine lockere Atmosphäre. In einer Kneipe kann man Bier, Wein, aber auch alkoholfreie Getränke wie Cola oder Wasser bestellen. Viele Kneipen bieten auch kleine Gerichte an, wie Pommes, Brezeln oder Würstchen. Oft läuft im Hintergrund Musik und manchmal gibt es auch einen Fernseher, auf dem man Fußballspiele sehen kann. Die Kneipe ist ein wichtiger Teil der deutschen Kultur und ein Ort, wo man sich entspannt. Verschiedene Arten von Kneipen. Es gibt in Deutschland viele verschiedene Arten von Kneipen. Manche Kneipen sind sehr alt und haben eine lange Tradition. Sie sind oft in historischen Gebäuden und haben eine besondere Atmosphäre. Andere Kneipen sind moderner und spielen laute Musik. Dort kann man tanzen und neue Leute kennenlernen. Es gibt auch sogenannte Studentenkneipen, wo viele junge Leute und Studenten hingehen. Diese Kneipen sind oft günstiger, weil Studenten nicht so viel Geld haben. In manchen Kneipen gibt es auch Spiele wie Darts oder Tischfußball. So wird der Besuch in der Kneipe noch spannender und man hat Spaß.
Wie verhält man sich in einer Kneipe? In einer Kneipe sollte man sich höflich verhalten. Man grüßt die Bedienung und bestellt freundlich sein Getränk. Wenn die Bedienung Prost sagt, hebt man sein Glas und stößt mit den anderen an. Das ist ein deutscher Brauch. Es ist auch wichtig, dass man seinen Platz sauber hält und seine leeren Gläser nicht einfach stehen lässt. In vielen Kneipen zahlt man am Ende. Man ruft die Bedienung und sagt: Zahlen bitte. Es ist üblich, Trinkgeld zu geben. Etwa 10% vom Rechnungsbetrag. So zeigt man, dass man zufrieden ist. In Deutschland ist das normal und eine Geste der Höflichkeit. Warum gehen Menschen in die Kneipe? Viele Menschen gehen in die Kneipe, weil sie dort Freunde treffen und eine gute Zeit haben können. Man kann sich entspannen und den Alltag für eine Weile vergessen. In der Kneipe kann man mit Freunden reden, neue Leute kennenlernen oder einfach nur die Atmosphäre genießen. Oft gibt es lustige Gespräche oder Diskussionen über Fußball, Politik oder das Wetter. Auch für Ausländer ist die Kneipe ein guter Ort, um Deutsch zu üben und die deutsche Kultur besser zu verstehen. Wenn man neue Freunde finden möchte, kann ein Besuch in einer Kneipe eine gute Idee sein. Also, warst du schon einmal in einer Kneipe? Wenn ja, wie war deine Erfahrung? Schreibe sie gerne in die Kommentare. Neue Vokabeln. Gemütlich. Cozy. Bestellen. To order. Würstchen. Sausages. Tischfußball. Table football. Spannend. Exciting. Höflich. Polite. Die Bedienung. The waitress. Stehen lassen. To leave. Das Trinkgeld. Tipp. Der Alltag. Everyday life. Gespräche. Conversations. Zufrieden. Satisfied. So, das war es mit der heutigen Podcast-Episode. Ich hoffe,
Du hattest Spaß und hast viel Neues gelernt. Du findest die Transkripte zu dieser Episode und allen anderen auf meiner Patreon-Seite. Den Link zu meinem Patreon findest du in der Videobeschreibung. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke an alle meine Unterstützer. Falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann solltest du das jetzt unbedingt tun. Dann verpasst du keine neue Episode von Learn German with Falk. Vielen Dank, es hat mich gefreut und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis bald.